Hallo ihr lieben Wassermänner, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu eurem Monatsreading für den Monat September 2020. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Abonnenten. Ich bedanke mich bei euch für eure Abos, für eure Likes, eure Kommentare, eure Botschaften, die ihr mir per E-Mail zukommen lasst und natürlich auch für die Spenden, die mich erreichen. Ich möchte auch alle ganz herzlich begrüßen, die zum ersten Mal hier bei The Kings and Queens Tarot mit dabei sind. Wie gesagt, ich mache hier ein allgemeines Monatsreading und das kann natürlich auch bedeuten, dass hier deine Situation nicht so ganz angezeigt ist, dass du nicht mit den Karten mitschwingst. Und dann kannst du dir sehr, sehr gerne eines der anderen Videos anschauen zu deinem Aszendenten, zu deinem Mond oder auch zu deiner Venus. Und dann hast du entsprechend dort eventuell die für dich passenden Botschaften oder auch ergänzende Botschaften angezeigt. Ja, ich werde jetzt schon heiser. Ich habe schon einige Readings gemacht heute. Ich hoffe, es klappt trotzdem ganz gut mit meiner Stimme. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Genau, wenn Königinnen oder Könige auftauchen bei diesen Readings, sind die Geschlechter unabhängig. Die können sowohl Männer als auch Frauen anzeigen. Die können andere Menschen anzeigen, mit denen ihr im Moment vielleicht besonders verbunden seid oder zu tun habt. Die können aber auch durchaus eure eigene Energie anzeigen. Und zwar ist es bei den Königen so, dass sie die äußere Handlungsebene anzeigen, also darauf verweisen, wie man sich nach außen verhält zu einer Person oder auch in einer Situation. Und die Königinnen wiederum verweisen auf die Innenschau, also wie fühle ich mich oder was denke ich auch zu einer Person oder auch in einer Situation. Ja, damit haben wir eure Karten auf dem Tisch. Ja, und das scheint durchaus ein bisschen ein herausfordernder Monat zu werden für euch. Ja. Schauen wir aber das Ganze mal eins nach dem anderen an. Ich beginne wie immer mit der ersten Position. Und diese erste Position lese ich als roten Faden, ja, die Grundenergie, die sich hier so ein bisschen durch den Monat hindurchzieht. Und eure Karte ist hier die 5 der Kelche. Ja, die hat zu tun mit Enttäuschung, mit Trauer, mit Abschied nehmen auch, aber es ist auch eine Transformationskarte, ja. Und mir scheint ihr, ja, seid auch durchaus mit einer Transformation oder auch einer Verarbeitung beschäftigt jetzt im September, ja, mit einem Abschied nehmen, mit aus über eine Enttäuschung hinwegzukommen. Der Transformationscharakter der Karte besteht eben darin, ja, das, was hier verloren gegangen ist, Enttäuschungen, die hier passiert sind, Verletzungen, die hier passiert sind, davon Abschied nehmen zu können, ja, und sich umdrehen zu können, sich wandeln zu können und wahrzunehmen, was habe ich in meinem Leben, was mir Stärke gibt, was mir Kraft gibt, womit ich weitermachen kann, ja, was an meiner Seite steht auch. Wir sehen hier diese 2 der Kelche und die bezieht sich auch, oder die beziehen sich auch auf die Karte 2 der Kelche, die eben auch mit Herzheilungen zu tun hat. Ja? Schauen wir mal noch mit den Klärungskarten da drauf. Ich kann ja nicht immer genau abschätzen, welcher Themenkomplex im Vordergrund steht, aber ich denke, hier geht es hauptsächlich vermutlich um eine enttäuschte Liebesbeziehung, ja, oder also das Thema Liebe scheint hier im Vordergrund zu stehen. Wir haben hier nochmal die 5 der Kelche, die 8 der Stäbe, die 3 der Kelche und die 6 der Stäbe. Ja, für einige bedeutet das, ja, dass hier ja eine Enttäuschung war, aber dass euch eben auch genau dieser Wandlungsprozess, der Transformationsprozess hier durchaus auch gelingt, ja, und zwar vielleicht sogar schneller als von dem einen oder anderen befürchtet. Die 8 der Stäbe ist durchaus eine Karte, die auf relativ schnelle Entwicklungen hindeutet. Hier sind möglicherweise auch Menschen in eurem Umfeld, ja, die wirklich für euch da sind und euch auffangen, die euch unterstützen, die euch Halt und Kraft geben.
Die acht der, die, Entschuldigung, die drei der Kelche ist eben eine Karte, die Erntedankkarte, die auch eben darauf hinweist, ja, hier war eine anstrengende Phase im Hinter oder liegt eine anstrengende Phase im Hintergrund, aber man kommt auch oder sieht das Licht am Ende des Tunnels wieder, ja. Wie gesagt, gerade in diesen beiden Karten klingt auch immer so ein bisschen mit, dass Menschen im Umfeld da sind, die euch unterstützen, ja, vor allem auch hier in der sechs der Stäbe, das ist die Karte des Siegeszuges, ja, auch hier liegt eben eine Schlacht im Hintergrund, ja, bildlich gesprochen, aber sie ist eben auch ein Hinweis darauf, dass ihr früher oder später aus diesem Zustand hier rauskommt, ja. Für einige kann es sich hier durchaus um eine Dreiecksbeziehung natürlich handeln, ja, die möglicherweise hier die Grundlage der Enttäuschung auch bildet. Das Empfinden, dass sich jemand egoistisch vielleicht verhalten hat, auch in der Beziehung. Ja. Die sechs der Stäbe haben wir hier dann also gleich nochmal. Wie gesagt, da liegt eben auch ein Kampf oft dahinter, ja, ein innerer Kampf oder auch eine Auseinandersetzung mit jemandem im Außen. Nichtsdestotrotz lasst ihr euch aber auch nicht so wirklich unterkriegen davon, ja. Gerade auch im Hinblick mit der letzten Karte hier, mit der Neun der Stäbe. Ich denke, ja, das ist zwar eine enttäuschende und schwierige Erfahrung, aber ihr nehmt trotzdem auch was Wertvolles für euch daraus mit, wertvolle Erkenntnisse, vielleicht Erkenntnisse generell über euch selber, ja, die euch durchaus hilfreich sein können, auch in der Zukunft. Ja. Ja, also das ist wahrscheinlich ein Monat mit recht gemischten Gefühlen. Ja, vielleicht fühlt ihr euch an einem Tag stärker, fühlt euch auch kraftvoll und habt auch die Gewissheit, dass ihr diese schwere Zeit überstehen könnt. Nichtsdestotrotz mag es die ein oder andere schlaflose Nacht geben. Wo man sich schwere Gedanken macht, ja, negative Gedanken vielleicht auch. Hier sind oft Schuldgefühle mit im Spiel oder Vorwürfe, Schuldzuweisungen an andere auch, ja. Also ich denke, das ist so ein bisschen hier eine Ping-Pong-Bewegung. Aber am Ende, ja, werdet ihr hier auch wieder zu eurem Herz finden und eurem Herz auch wieder folgen können, ja. Der hat auch oft zu tun damit, dieser Ritter der Kelche, dass man sich selbst verzeihen kann, ja. Ich denke, das ist eine sehr wichtige Energie, auch durchaus eine sehr unterstützende Energie. Ja, wir haben den Ritter der Stäbe als nächstes. Der kann schon darauf hinweisen, dass er möglicherweise mit jemandem zu tun hattet oder habt, der einfach sehr unzuverlässig ist, der unbeständig ist. Ja, also ich habe zwar hier das Thema Liebe jetzt im Vordergrund gestellt, aber das kann sich auch in anderen Beziehungen abspielen, bis auch hin auf beruflicher Ebene. Ja, ich werde mich aber weiterhin jetzt einfach, ich werde es einfach weiter auf das Thema Liebe beziehen, einfach um das Video nicht so lange zu machen. Hier kann Wut im Spiel sein, ja. Hier können auch durchaus temperamentvolle Ausbrüche hier und da mal kommen. Aber ich denke, ja, es weist vor allem die Energie an mit der Person oder von der Person, mit der ihr zu tun hattet, könnte ein Feuerzeichen sein, sprich Schütze, Widder oder auch Löwe, aber das ist, steht nicht so ganz im Vordergrund. Ja, aber hier ist, denke ich, einiges ans Licht gekommen. Also das dreht sich wahrscheinlich hier schon mal vielen um das Thema Untreue, Unzuverlässigkeit, ja,
möglicherweise ja, fühlt man sich hintergangen oder ist eben auch tatsächlich hintergangen worden. Dann haben wir hier die Königin der Kelche, die in der niederen Schwingungsebene einfach darauf hinweisen kann, dass man sich sehr niedergeschlagen fühlt, deprimiert fühlt, im Mangel fühlt. Ja. Wobei ich bei dieser Karte eben auch immer darauf hinweise, versucht nicht zu sehr euch nur auf das Negative zu konzentrieren. Die Karte zeigt eben auch darauf hin, ähnlich wie die Fünf der Kelche auch. Es gibt sehr, sehr wertvolle Dinge in eurem Leben, sehr, sehr wertvolle Menschen natürlich auch in eurem Leben, ja. Personen, die euch Kraft geben, ja. Und versucht vielleicht hier und da, wenn ihr euch besonders niedergeschlagen fühlt, auch daran zu erinnern, was wirklich schön ist in eurem Leben und was eben wertvoll ist in eurem Leben. Ja, die vier der Schwerter könnte durchaus darauf hindeuten, dass ja die Kommunikation auch eingeschlafen ist oder abgebrochen ist oder nur noch sehr wenig Kommunikation mit dieser Person stattfindet, mit der ihr hier zu tun hattet, die Grund der Enttäuschung eben möglicherweise ist oder war. Aber auch hier ist ein Hinweis darauf, ja, versucht eben auch eure Gedanken euch nicht übermannen zu lassen, vor allem eben die negativen Gedanken. Versucht eher euch konstruktive Gedanken zu machen, ja, in Richtung einer neuen Vision. Da, wo ihr jetzt hin wollt, wie ihr euer Leben vielleicht auch verändern wollt, je nachdem, wie die Umstände sind, wenn jetzt eine gemeinsame Wohnsituation zum Beispiel besteht oder bestanden hat, etc. Ja, der Teufel, den haben wir natürlich auch noch mit dabei hier in der Reihe. Ja, das ist natürlich zum einen der Verführer, aber es ist auch die Karte der Illusion. Ja. Und die Illusion besteht oft darin, das Gefühl zu haben, eine bestimmte Situation oder auch eine bestimmte Person gekettet zu sein, sozusagen. Ja, und diese Karte zeigt aber auch schon, das ist eben eine Illusion. Dieses festgekettet sein oder das Gefühl, abhängig zu sein, ja, ist eben illusionär. Wir haben immer die Möglichkeit, in eine Veränderung zu gehen, einen neuen Weg einzuschlagen, etc. Ja, Karte des Herzschmerz und Liebeskummer ist hier nicht verwunderlich, drei der Schwerter. Wobei ich eben auch immer sehr, sehr gerne darauf hinweise, es ist eine Schwerterkarte und die Schwerter stehen eben hauptsächlich auch für Gedanken, die man sich macht. Ja? Sprich, ja, als Vorwürfe, Schuldzuweisung, Ängste, Zweifel, Selbstzweifel etc. Das ist zwar sehr verständlich, dass man die dann hat, aber die sind eben oft zusätzlich noch verletzend. Und ja, wie ich das schon erwähnt habe, bei der Fünf der Münzen und der Fünf der Kelche versucht, irgendwo auch eine neue Perspektive einfach für euch zu finden. Haben Sie noch mal hier die drei der Schwerter, daneben der König der Schwerter, Wassermann, Energie. Ich bin ja auch ein Luftzeichen. Wir Luftzeichen haben generell oft die Tendenz, die Dinge zu überdenken und wirklich uns übermannen zu lassen von unseren Gedanken. Ja? Und dann besteht auch immer so ein bisschen die Gefahr, sich von seiner eigenen Herzenergie abzuschneiden. Also hier einfach bewusst damit umgehen. Und wenn ihr spürt, ich bin total in Gedanken und in wirklich belastenden Gedanken, dann geht vielleicht einfach mal raus in die Natur. Die Natur ist einfach eine ganz wunderbare Heilerin. Ja. Manchmal kann der König der Schwerter auch auf einen externen Berater hinweisen. Wie gesagt, geschlechterunabhängig. Das kann von einer Vertrauensperson sein, von einem guten Freund, einer guten Freundin bis auch zu jemandem Professionellen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie ihr euch fühlt, wo ihr das Gefühl habt, vielleicht Unterstützung zu brauchen, ja, und scheut euch da nicht, bei Freunden anzuklopfen oder wie gesagt, Menschen, die für euch da sind, auch die euch lieben, ja, oder wenn es angebracht ist, wenn ihr sehr mit Depressionen zu tun habt, durchaus auch jemanden Professionellen, ja, und dass hier Menschen um euch rum sind, das haben wir hier auch schon gesehen, die auch für euch da sein möchten, ja.
Ja, dann haben wir die fünf der Schwerter, die Karte des Konfliktes. Hier kann natürlich ein innerer Konflikt mit angezeigt sein, aber es bezieht sich mit Sicherheit auch durchaus auf einen äußeren Konflikt für viele. Und eine der Bedeutungen oder ja, dieser Karte beinhaltet eben auch, wenn man nur noch aus dem Verstand agiert und eben abgeschnitten ist von der Herzenergie, ja, und hier sich voll reinstürzt, auch irgendwo in einen Streit, in eine, ja, in eine wirkliche Auseinandersetzung. Es gibt für gewöhnlich nicht wirklich einen Sieger dabei, ja. Das bedeutet nicht, dass man klärende Gespräche vielleicht führen kann, aber es ist auch nicht wirklich sinnvoll, hier in nur Gespräche zu führen, um den anderen zu verletzen, um sich zu rächen oder wie auch immer. Das tut euch eben auch nicht gut, ja? Ja, möglicherweise hat einer von euch, also entweder ihr oder die Person, mit der ihr zu tun habt, ist ja stark in der Vermeidungshaltung. Ja. Hier möchte sich nicht auseinandergesetzt werden mit gewissen Themen, mit Verantwortung vielleicht auch. Wo auch immer diese Vermeidungshaltung liegt, das der Konflikt, ja, und diese Gedankenlastigkeit ist nicht förderlich, nicht unterstützend. Ja. Versucht wirklich die Verbindung zum Herzen, zu eurem Herzen wieder aufzubauen. Ja. Wie gesagt, das kann über Vergebung gehen, ja, oder auf die Konzentration auf dessen, auf das, was unterstützend ist im Moment, was euch Kraft gibt. Ja. Das hat schon mit der Konzentration auf sich selbst zu tun, auch sich um sich selbst zu kümmern, auf allen möglichen Ebenen. Ja? Sich selbst zu verwöhnen, sich selbst gesund zu ernähren, möglicherweise, wie gesagt, auch in die Natur zu gehen. Alles, was euch gut tut und unterstützend ist und euch hilft, aus dieser, ja, aus diesem etwas unschönen Zustand rauszukommen. Ja? Das hier sind keine konstruktiven Gedanken. Das sind schon durchaus auch eher destruktive Gedanken. Ja, und das sehen wir hier auch nochmal. Gerechtigkeit haben wir hier in der zentralen Position und ich denke, da kommt sie auch ganz klar als Karte der Trennung, für manche auch tatsächlich eine Scheidung ins Spiel. Nichtsdestotrotz, ja, da geht auch immer mit einher die Möglichkeit, dass sich die Energien jetzt auch wieder ausgleichen, weil im Vordergrund hier liegt ja ein Ungleichgewicht der Energien, weil einer mehr investiert hat oder mehr wollte, mehr Erwartungen hatte als die andere Person. Ja? Also hier war ein Ungleichgewicht zu euren Lasten. Vermutlich, ja. Und auch wenn eine Trennung natürlich ein schmerzhafter Prozess ist, das eröffnet aber trotzdem neue Möglichkeiten für euch. Es ist manchmal schwer, wenn man in so einer Situation drin ist, das auch zu sehen. Ja, aber nichtsdestotrotz. Ja, also hier ist ganz klar eine Enttäuschung. Hier stehen oft gerade in dem Zusammenhang betrügerische Vorgehensweisen im Hintergrund, ja. Unschön, ja. Aber ihr habt Menschen um euch herum, die für euch da sein möchten, ja, ziehen der Kelche. Also greift auch darauf zurück, ihr habt ein starkes Netzwerk um euch rum und das möchte wirklich auch für euch da sein. Das möchte euch helfen, hier
ja, wieder in die Zukunft zu schauen, ja, und einen Neustart wagen zu können, ja. Und ihr habt auch die Kraft in euch, auch die Kraftkarte, Löwekarte. Zeigt hier zum einen an, ja, Kontakt aufzunehmen mit dem eigenen Herzen, ja. Löwe-Energie ist Solarplexus und Herzenergie. Die zeigt auch an, versucht euch mit den Ängsten, auch mit der Wut, ja, mit all diesen Emotionen auseinanderzusetzen, die hier jetzt auftauchen oder präsent sind. Und ihr habt die Kraft in euch, ja, das auch zu überwinden. Das braucht Zeit, ja, das ist kein schneller Prozess, aber glaubt eben auch an euch, ja. Ja, die 9 der Schwerter hatten wir schon mal. Wie gesagt, eine sehr, sehr destruktive Energie. Versucht wirklich hier ganz bewusst damit umzugehen und euch nicht wegtragen zu lassen von negativen Gedanken. Manchmal kann es helfen, sich innerlich, ja, zurückzuziehen, den Schritt zurückzumachen, sich bewusst zu machen, ich bin der Beobachter meiner Gedanken, ich bin nicht meine Gedanken. Sich bewusst zu machen, dass man diese Gedanken eben beobachtend weiterziehen lassen kann, so wie die Wolken über den Himmel ziehen. Ja? Man muss diese Gedanken nicht festhalten. Ja, die Karte des Festhaltens haben wir dann allerdings auch hier gleich, ja, 4 der Münzen. Auf der niederen Schwingungsebene, das ist die Karte des Festhaltens. Auf der hohen Schwingungsebene zeigt sie eben an, dass man hier durchaus aus der Herzebene heraus jetzt agieren kann. Sprich, hier ist auch hier in der Karte ist schon Wandel, eine Transformation mit enthalten. Es gibt die Möglichkeit, die Ängste und Zweifel, die Negativität, die Wut und so weiter loszulassen, sie zu transformieren in positive Herzenergie. Ja, das ist manchmal ein bewusster Entscheidungsprozess und es kann auch durchaus, wie gesagt, sein, Entschuldigung, dass mal die eine Energie stärker ist und dann wieder die andere. Ja, das ist auch normal, gehört dazu. Ja. Die 2 der Münzen ist eine Entscheidungskarte. Ja. Sprich, versucht euch auch ganz bewusst dazu zu entscheiden, euch auf das Zukünftige, auf das Positive, auf das Unterstützende zu konzentrieren. Auf das, was ihr vielleicht auch gelernt habt, wie gesagt, über euch, über den ganzen Prozess, über das Thema Liebe vielleicht eben auch. Ja. Manchmal kann auch diese 2 der Münzen auf Reisen hinweisen. Also vielleicht tut euch auch ein Abstand nehmen im Realen ganz gut. Sprich, einen Freund besuchen, eine Freundin besuchen, irgendwo hinfahren, wo man ein bisschen Distanz bekommt. Das könnte hier auch durchaus unterstützend sein. Ja, die Dinge kommen in die Veränderung. Ja, möglicherweise vieles in eurem Leben kommt durch diese Situation in die Veränderung. Versucht, ja, möglichst im Zentrum dieser Veränderung zu bleiben, die aktiv und bewusst zu gestalten und mitzugehen. Je mehr ich im Verstand bin, ja, desto weiter hänge ich ja am Rand des Rades und desto schwieriger fühlt sich diese ganze Transformation und Veränderung dann eben durchaus auch an. Ja, den Herrscher haben wir hier. Und wieder Energie,
Steinbock auch und manchmal auch Skorpion und die Neun der Münzen. Ich denke, hier steht durchaus eben die Erkenntnis dahinter, dass die Person, mit der ihr zu tun hattet, vielleicht hier und da mal Veränderungen zugesagt hat, ja, aber die Veränderung kam einfach nicht. Ja. Und das Resultat davon ist, dass jetzt die Dinge trotzdem in Bewegung kommen, in eine andere Richtung vermutlich, als ihr euch das gewünscht hättet. Hier ist jetzt auch zunächst mal das Alleinsein angezeigt. Ja. Neun der Münzen ist die Single-Karte. Ja. Was ich aber schön finde an der Karte, gerade eben auch als Single-Karte, das ist die Karte, auch eine Karte der Fülle und des inneren Reichtums. Ja. Sprich, alleine zu sein oder in die Trennung zu kommen, bedeutet nicht zwingend im Mangel zu sein. Ja. Sondern man kommt auch irgendwo zurück in die eigene Fülle. Oder man kann diese eigene Fülle in sich jetzt auch entdecken und wahrnehmen. Ja? Da liegt eben auch eine Chance drin. Ja? Das ist das, was ich vorhin schon hier mit dem Energieausgleich gesagt habe. Vor allem, wenn hier eine Beziehung hinter euch liegt, die sehr anstrengend war, wo viele Enttäuschungen waren, wo viele Verletzungen waren. Ja? Da ist es oft am Ende gesünder, erfüllter mit sich selbst als in einer Beziehung, die ja, dann vielleicht auch ausnutzend ist. Ne? Ja, dann der Gehängte, ja, der Tauchgang in die eigene Seele, ne? Der aber auch sagt, selbst wenn man das Gefühl hat, man ist ja im Leben an eine Sackgasse geraten, es gibt immer einen Ausweg. Ja? Es geht immer weiter in eine neue Richtung. Oft braucht es eben den Perspektivwechsel oder die innere Transformation, um das zu erkennen. Ja? Und das ist eben das, was der Gehängte hier auch anzeigt. Ja, wow. Ich möchte, ich denke, ich muss den ein bisschen neu anordnen hier. Wir haben die Sieben der Münzen, die Weltkarte, den Narr, das Ass der Schwerter, Ritter der Schwerter und die Mäßigkeit. Diese Sieben der Münzen, denke ich, ist in diesem Zusammenhang eben genau die Sackgasse. Ja? Das ist eine Karte, die oft anzeigt, dass man das, was stagniert, dass man auch die Hoffnung und den Glauben daran verliert, dass eine Veränderung kommt. Man fühlt sich oft ein bisschen hingehalten. Auch wie gesagt, da können auch Versprechungen zum Beispiel dahinter stehen, die nicht eingehalten werden, etc. Die Welt, ja, ist hier der Abschluss. Von der Lebensphase, von der Beziehung, was auch immer hier bei euch das tatsächliche Thema ist. Der Narr aber ist auch der Neubeginn, ja, und der kommt mit wirklich Erkenntnissen und einem Erkenntnisprozess. Der kommt mit dem Erkennen der eigenen Wahrheit, auch durchaus dem Mut, die eigene Wahrheit auszusprechen, der eigenen Wahrheit zu folgen auch. Ja, auch hier haben wir Wassermann-Energie. Hier kommt ihr früher oder später auch wieder in eure eigene Kraft. Ja, die Mäßigkeit, ganz wunderschön, die zeigt genau das an. Sie weist auch darauf hin, lasst euch Zeit. Es braucht Zeit, hier in diesen Heilungsprozess eben auch zu durchlaufen. Aber die Sonne wird für euch durchaus auch wieder scheinen, auch wenn es im Moment sich vielleicht sehr dunkel anfühlt. Ja. Neun der Stäbe finde ich immer eine fantastische Karte, vor allem wenn hier diese Neun der Schwerter, die Fünf der Schwerter, die Acht der Schwerter hatten wir ja auch hier irgendwo hier, ja. Wenn die im Spiel sind, dann hat man oft die Augen vor gewissen Dingen verschlossen. Ja, man hat sich hier
sich wirklich von Illusionen blenden lassen oder sich Illusionen hingegeben. Und die neun der Stäbe zeigt eben auf, dass man diese Illusion jetzt durchschaut, die Täuschungen durchschaut, ja, enttäuscht ist im allerpositivsten Sinne des Wortes. Schaut, was passiert ist, schaut, welche Rolle die andere Person gespielt hat, aber auch welche Rolle man selber gespielt hat, ja. Wo habe ich mich blind gehalten? Wo habe ich mich vom Verstand vielleicht führen lassen, wo es besser gewesen wäre, auf meine Intuition zu vertrauen, zum Beispiel? Wo habe ich nicht frühzeitig eine Grenze aufgezogen, wo es sinnvoll gewesen wäre, eine Grenze aufzuziehen? Was kann ich aus dieser Erfahrung für mich jetzt mitnehmen in die Zukunft, um ja, eine ähnliche Erfahrung in der Zukunft vielleicht zu vermeiden? Ja, all diese Dinge. Also schon eine reflektierende Haltung, ja, eine analysierende Haltung. Und das ist oft wichtig, vor allem, wie gesagt, wenn hier ja, man zuvor eben die Augen auch verschlossen hat irgendwo. Ja, das ist der Anfang des Neubeginns. Ja. Aus den Trümmern, also irgendwo liegt hier in der ganzen Legung so ein bisschen die Turmkarte auch drüber. Ja. Und ich sage gerne, wenn aus den Ruinen des Turms, ja, aus den Steinen der Illusion, die da jetzt zusammengefallen ist, da kann man sich eben das neue Fundament für die Zukunft aufbauen. Ja. Für was wesentlich Stabileres. Ja, das braucht Zeit, das braucht auch wirklich das aktive Arbeiten an sich aus dem Thema heraus, aus der Erfahrung heraus. Ja. Nicht aufzugeben braucht es auch Geduld vor allem. Und hier liegt die neue Lebenskraft auch. Ja, ja. Ich denke, das ist das, was ich euch diesmal sagen kann hier zum September. Ja. Bleibt mutig, bleibt geduldig, bleibt in eurer Kraft und oder findet auch wieder in eure Kraft, in euer Herz. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch alles, alles Liebe von dieser Stelle und ich sage Namaste. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.